So, hallo zusammen, willkommen zurück. Es geht hier weiter mit dem Torschützenkönig. Also, wir haben drei neue E-Mails, Transferangebot und so weiter. Gucken wir mal, was es hier im Büro so alles gibt. Wer hat uns... Oh, schon wieder zweite Liga. Spanien, okay. Wir gucken aber erst einmal am PC unsere E-Mails mal durch. Wir haben eine neue Spezialfähigkeit freigeschaltet. Zu wenig Zeit, um den Termin wahrzunehmen für die Homepage, okay. Und wir sind glücklich und bla bla bla. Genau, habe ich eigentlich hier die Presse und die Termine, die habe ich eingeschaltet. Ja, wir machen jetzt nicht mehr, wir haben jetzt nicht so viel Geld. Wir haben 47 Zeitbudget. Das haben wir hier reingeschaut versehentlich, wollte das eigentlich über ein Tablet machen. Können wir eigentlich den Trainer mal wieder hier nach dem Schotzen hier, großes Geschenk über Hansi Flick beschweren, Hansi Flick loben. Wir loben immer. Die Trainersympathie ist gestiegen, die Mannschaftssympathie aber nicht. Der Magus ist immerhin jetzt so 44, der Trainer. Obwohl wir die letzten Wochen nichts gemacht haben, wahrscheinlich weil wir gut gespielt haben. Einen Glühweinabend für die Mannschaft veranstalten machen wir mal. Mannschaftssympathie plus 2. Die Mannschaft liebt uns. Freund, Feind, 85. Wir haben keine Feinde. Wir haben einen guten Freund mit Matthias Fettscheimer. Hier kann man nichts machen oder machen wir nichts. Filmbeliebtheit sind wir schon auf 100%. Das heißt, da werden wir nichts machen. Social Media können wir irgendwas vielleicht machen. Sturmpartner kritisieren, nein. Spielersession mit Special Guest Ailton. Das haben wir schon mal gemacht und das war Blödsinn. Post von Charity von heute Abend. Dann machen wir doch mal. Geld haben wir gekriegt. Okay. Follower 5%. Fansympathie gestiegen. Fame gestiegen. Mediensympathie gestiegen. Eigentum machen wir nichts. Müssen mal irgendwann mal ein Haus kaufen oder eine Wohnung. Was machen wir gerade? Meister des ruhenden Balls machen wir gerade. Aber wir wollen den Kampfschwein erstmal wieder auffüllen. Für eventuell für das nächste Pokalspiel. Dann gab es hier das Vereinsangebot, ne? Für St. Pauli will uns haben in der Bundesliga. Wenig Geld sehe ich nicht so. Ulm will uns haben in der dritten Liga. Nö, dritte Liga bestimmt nicht. Und FC Cartagena in der La Liga 2. Benno Finjes, Tabellenplatz 12. Die bieten ordentlich Geld. Gut, dann probieren wir es doch mal. Für eine Saison, ja. Vertragsverlängerung machen wir, ja. Handgeld versuchen wir mal. Freigabe, nee, ich möchte dich verhandeln lassen. Machen wir mal 53.000, probieren wir mal. Hier haben sie ordentlich reingebuttert. Kontinentaler Pokal machen wir mal 0. Pokalsieg auch 0. Meisterschaft, Aufstieg versuchen wir mal 60.000 zu kriegen. Und dann unterbreiten wir das Angebot. Die haben aber abgelehnt mit 1596%. Wieso ist denn das so krass? Was die, wo ist denn da die Diskrepanz? Die haben doch alles angenommen hier. Okay, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie es nicht gemacht. Kann man nochmal machen? Ja. Ne, kann man nicht mehr. Okay, dann lehnen wir es ab. Damit hat sich die Sache erledigt. Trainingsplatz. Glück sind wir sehr glücklich. Freundin ist 100%. Eben 229 und wir sind sehr widerstandsfähig. Wir sind noch 17, also heiraten wir noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich heiraten will, so schnell. Vielleicht später auf jeden Fall für Kinder und so weiter, aber Stärke 51 haben wir inzwischen. Sponsorenverträge können wir hier nichts ändern. Das läuft ja alles noch 4 Monate. 5 Monate sogar. Okay. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal auf den Trainingsplatz, wo es am wichtigsten ist. Dann machen wir hier ziemlich Folgen. Nicht die frische, sondern unser Spezialfähigkeit, weiterhin Cleverness, wie immer. Dann machen wir hier normale Woche. Wir haben hier ein Spiel gegen Waldhof Mannheim. Ich habe jetzt aber ganz vergessen, unseren Ailton zu zeigen. Muss mal hier irgendwie ein bisschen Geld finden. Wo kann ich denn Geld hier? Tagesgeld. In die Anlagen. Wo habe ich denn hier Tagesgeld? 150.000. Oder ich habe sogar 245.000. Machen wir mal das, schauen wir mal, ob das reicht für irgendwas Wichtiges. Passspiel könnte man mal verbessern tatsächlich. Oder Fokus auf das Spiel machen wir mal. Ja, das genau wie und wenn du Sex mit einer hübschen Frau, eine super Frau auf dem Bett,
eine Stunde, zwei Stunden. Du musst voll konzentrieren. Und wenn du Orgasmus, das ist super. Und wenn du Orgasmus, vergisst alles. Schuld, Probleme, Stress, alles weg. Das ist genau in Fußball. Und wenn du in Kabine, eine halbe Stunde vor dem Spiel, vergesse alles. Du musst konzentrieren, nur Fußballspiel. In meiner Zeit, ich fahre vom Hotel zum Stadion, in den Bus. Und wenn ich in den Stadion, in der Kabine, ich vergesse alles. Konzentriere mein Spiel. Und ein Spiel, ich mach Tor, 1, 2, 3 Tor. Das wäre ein Orgasmus. Alles klar, mein Freund. Eine Einsatzgarantie für ein Spiel gibt es sogar, okay. Das ist ja lustig, ey. Also er vergleicht einen Orgasmus mit einem Fußballspiel. Wie geil ist das denn? Ah, der Ailton ist echt der Beste, ey. Ja, jetzt vergessen, das Geld irgendwie in Aktien reinzustecken, aber das machen wir jetzt nicht. Das mache ich vielleicht dann offscreen. Ach man, der Ailton ist echt der lustigste überhaupt. So, dann würde ich mal sagen, wir steigern mal hier die Frische, ein bisschen Sparflamme. Wenig. Hier machen wir auch wenig. Das machen wir hier normal und hier machen wir mal hoch. Ach man, der Ailton ist echt der lustigste. Sparflamme-Situation machen wir mal hier. Spielsituation hier. Elfmeter sind wir auch nicht so stark, ne, aber das machen wir vielleicht beim Pokalspiel. Koordination wäre vielleicht mal nicht so schlecht. Unsere Freistöße können eigentlich auch besser werden. Ne? Das Spiel haben wir auch nicht so gut. Kopfball, Kopfball. Wo ist denn Kopfball? Kann man hier Kopfball machen? Nee. Oder? Vielleicht sehe ich es gerade nicht. Cleverness. Zweikampf und Dribbling brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Die Schnelligkeit. Ich mache mal Spitzigkeit und sicherheitshalber, genau. Wird auch ein bisschen schneller werden. Dann gucken wir mal, wie es läuft die Woche hier, die Trainingswoche. Na, das war nicht so gut scheinbar, obwohl die da hoch trainiert haben. Die Spitzigkeit war okay. Das war ihr Mittel. Ein dürftiges Training. Cleverness ist immerhin gestiegen. Die Fische geht aber ordentlich runter hier. Auch ein dürftiges Training. Naja gut, das war nicht so erfolgreich die Trainingswoche scheinbar. Wir haben noch Stärke 51 gegen Waldhof Mannheim. Die ein bisschen stärker sind als wir. Dann gucken wir doch mal, wie es hier läuft. Okay, wir haben einen Spitzsichter, der nicht ganz so hart ist. Also wir können die Härte mal ein bisschen fokussieren. Wir können die auch mal will kritisieren. Und wir können mal überall mal fallen lassen, wenn es einen Vorteil bringt. Schauen wir mal. So. Wie schaut es denn aus hier? Irgendwie steigt unsere Physis Kraft nicht mehr so stark, wahrscheinlich weil wir schon zu hoch sind, da steigt er wahrscheinlich weniger. Jetzt hat der Waldhof Mannheim hier eine Chance nach der anderen. Jetzt haben wir endlich mal eine Chance und leider kein Treffer. Jetzt schön, wenn wir auch mal dran kommen würden und irgendeine Chance. Ah, jetzt, Zuspiel an der Abseitskante. Wir probieren es mal. Führt zu einer Torchance, wunderbar. Der grätscht daneben und ich probiere mal ein Tor zu machen hier. Yes! Also dieser Schuss, dieser Außenriss, der trifft meistens. Jedenfalls gegen die Schwächere der Torhüter. Wahrscheinlich muss man gegen stärkere andere Sachen benutzen, aber jetzt momentan reizt noch. Unsere Physis Kraft geht auf einmal immer so stark runter. Okay, jetzt ist das ist der Ausgleich da von Waldhof Mannheim. Nicht mehr so lustig. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Aber irgendwie haben die Mannheimer eine Chance nach der anderen, spielen ja auch zu Hause, ne? Auch dazu sagen. Und jetzt gehen die auch noch in Führung. Mein Gott. Jetzt versemmeln wir den Aufstieg zum Ende der Saison hin oder was hier? Also, was heißt Aufstieg? Aber wir haben eine gute Chance gehabt, nachdem es wirklich ein Spiel nach dem anderen gut gelaufen ist. Schauen wir mal, ob wir noch eine Chance kriegen. Wäre auf jeden Fall super. So, der Fetch. Machen rein. Ah, abseits. Mist. Okay, jetzt wird gewechselt scheinbar. Wir bleiben im Spiel drin natürlich. Bei so einer
Bei so einem Ergebnis muss man drin bleiben. Und wir gehen in 3 zu 1 in Führung. Das gibt's doch echt nicht. So viel stärker sind die doch gar nicht, ey. Okay, wir haben irgendwie keine Chancen oder kaum Chancen. Jetzt haben wir eine Kopfballchance. Die haben wir noch nie verwandelt. Jetzt können wir Kopfballungeheuer mal benutzen. Geht immerhin auf 66. Probieren wir es doch einfach mal. Jawohl, unser erstes Kopfballtor. Ja, endlich. Das 3 zu 2. Vielleicht haben wir noch eine Chance auszugleichen. Torschuss von Meier. Komm, hau ihn doch rein, Mann. Ah, Mist. Jetzt haben wir noch ein Zuspiel an der Abseitskante. Ich probier's. Jawohl, eine Torschance haben wir. Der Grätsch wieder daneben. Diese Chance kennen wir schon. Es wäre cool, wenn es da ein paar andere Situationen mal geben würde hier. Drin ist er. 3 zu 3, Leute. Ja, Ausgleich. Jetzt hoffen wir, dass wir kein Tor mehr kriegen hier. Drei Tore, drei Chancen, drei Schüsse. So wie es sein soll. Aber hier, das Ergebnis gefällt mir noch nicht so. Vielleicht kriegt man noch eine letzte Chance. Ah, das Spiel ist aus. Wir haben immerhin einen Punkt geholt mit unseren drei Toren. Gibt es einen bestimmten Aspekt Ihres Spiels, den Sie in letzter Zeit besonders trainiert haben und der sich heute ausgezahlt hat? Ich denke, der ausgewogene Trainingsplan des Trainers. Ich mach mal den, muss mal den Trainer immer aufstellt. Besonders schwierig empfunden. Unser Gegner war gut, keine Frage. Am Ende sind es auch Kleinigkeiten, die über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Das ist nicht schlecht. Bei einem Spieler meines Formats gibt es keine Herausforderungen. Niemand ist mir gewachsen. Also, das ist so eingebildet. Ich musste mich echt zurückhalten. Dann steht sich da nicht an den Kragen zu gehen. Aber sonst war alles gut. Nee, machen wir Antwort 1. Welche Nachricht möchten Sie an den Fans und Unterstützer des Teams senden, nachdem Sie heute so großartig gespielt haben? Ohne euch hätte ich das niemals schaffen können. Ihr seid der Wind unter meinen Flügeln. Unterhalte ich euch nicht? Ich bin nur so gut, weil die Fans mich so stark machen. Ich mach mal die 1. Wir haben Trainer-Sympathie 2 gekriegt, Mediensympathie und Fansympathie 1. Ja, okay. Das ist doch schon mal was hier, ne? So, wir haben alle drei Tore gemacht für unsere Mannschaft und haben dafür eine 1 erhalten. Natürlich, und der Ailton, der zeigt uns, dass wir gut waren. Und unsere Schussstärke ist gestiegen, die Schusstechnik ist gestiegen, Kopfball ist gestiegen. Die mentale Stärke und die Cleverness auch. Ja, wunderbar. Unentschieden musste das sein. Eskica sorgte mit drei Toren für ein Remis. Ja, haben wir tatsächlich gemacht. Und ja, dadurch, jetzt haben wir die Chance gehabt, Sandhausen mal einzuholen und haben es nicht genutzt. Schade. Wir haben 25 Tore bereits erzielt. Und ja, wir sind leider 15 Punkte immer noch hinter Sandhausen. Sind nur noch 8 Spiele. Das ist ja fast schon utopisch, die noch einzuholen. Die haben jetzt auch gepatzt, und wir leider auch. Vollert und wir sind dabei. Wir schauten hier aus. Schalke ist nach wie vor Platz 1, hier mit 7, mit 8 Punkten Vorsprung. HSV ist 6 Punkte, Platz 3, 6 Punkte Vorsprung vor Düsseldorf. Und ich glaube, die Absteiger hier Elversberg, Osnabrück und Wiesbaden sind schon beschlossen. In der ersten Liga schaut es wie folgt aus. Bayern hat 18 Punkte Vorsprung. 8 Spieltage vor Schluss. Also, das ist, glaube ich, denen nicht mehr zu nehmen. Leverkusen auf Platz 2, Leipzig auf Platz 3 und Dortmund auf Platz 4. Wolfsburg und Augsburg. Von den folgenden Plätzen Augsburg, echt? Danach ist Hoffenheim. Hoffenheim hat auch noch eine Chance hier auf Europapokal. Bochum sogar sehr stark dabei. Frankfurt, Mainz, Gladbach, Stuttgart, Freiburg, Berlin, Köln. Und dann geht schon bergab. 7 Punkte Rückstand für Bremen auf Köln. Danach Darmstadt und Heidenheim sind wahrscheinlich schon abgestiegen. Okay. Es gibt keine neuen Nachrichten. Wir speichern mal ab und ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge mit einem neuen Video von Ailton und hoffentlich ein paar Tore vor uns. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.